Wie häufig tritt denn dieses Krankheitsbild auf? Bisher hat man gesagt, es ist extrem selten. Es gibt Untersuchungen aus Neuseeland und aus Großbritannien. Da wird gesagt, jeder Kinderarzt hat im Laufe seines ganzen Berufslebens mal einen Fall. Nun ist gerade in den letzten Jahren einiges auf diesem Feld geschehen. Es gibt eine Reihe von Gerichtsurteilen gegen Mütter, die Münchhausen bei Proxy-Syndrom ausgelebt haben, ihre Kinder geschädigt haben und zu durchaus mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind. Wenn es bei Gericht verhandelt wird, dann kommt es vor, dann gibt es das, das ist ganz einfach. Gleichzeitig sagen Kinderärzte in manchen Feldern, wie Zuckerkrankheit bei Kindern, Epilepsie bei Kindern, kommt ihnen doch manchmal auch etwas der Verdacht, ein solches Syndrom könnte vorliegen, insbesondere dann, wenn medizinisch nicht recht verständlich ist, weshalb die Behandlung nicht besser anschlägt, nicht besser wirkt. Auf der anderen Seite, und da bin ich sehr froh über den Beitrag des Kinderarztes in diesem Buch, wäre es fatal, jetzt hochgradig misstrauisch zu werden bei jeder Behandlung, die nicht gut funktioniert, ein Münchhausen-Syndrom zu vermuten oder gar etwas ängstlich überengagierte Eltern unter Generalverdacht zu stellen. Das dürfen wir auf keinen Fall. Wir dürfen aber auch nicht die Augen verschließen und sagen, so etwas kommt gar nicht vor. In diese Problematik, in diese Auseinandersetzung führt das Buch sehr kompetent hinein.